Bei einer Größe von 1,42 Meter ist der ehemalige Leichtathlet Matthias Mester einer der auffälligsten Let's Dance-Kandidaten. Warum er auch einer coolsten ist, verraten wir hier. Matthias Mester, 35, hat Taktgefühl. Das will der ehemalige Leichtathlet bei Let's Dance unter Beweis stellen. Warum seine Größe von 1,42 Meter dabei ein Plus und kein Hindernis ist? Weil für den Weltmeister im Speerwurf Größe nur eine Zahl ist. Matthias Mester, Tanzen auf Augenhöhe. Am 18. Februar startet die 15. Staffel Let's Dance. In der großen Kennenlernshow erfahren die Promis, mit welchen Profis sie übers Parkett schweben werden. Eine Favoritin unter den Profitänzerinnen hat Matthias Mester nicht. Da bin ich total offen. Ich hoffe einfach, dass meine Tanzpartnerin nicht an mir verzweifeln wird, lacht der 1,42 große Leistungssportler im Interview mit Promi Flash. Seine Tanzpartnerin kann sich jetzt schon auf einen guten Mix aus Humor und Ehrgeiz freuen. Matthias Mester ist für seine ansteckende Fröhlichkeit und seine coole Lache bekannt. Er nimmt die Dinge, die er tut, aber auch ernst. Ich möchte auf Augenhöhe tanzen, betont der Star gegenüber RTL, Let's Dance, fit im Kopf. Matthias Mester will die Jury mit coolen Tänzen begeistern. Wird er Joachim Jambi, Mozi Mabuse und Jorge Gonzalez in der Jury von sich überzeugen können? Ich bin lernfähig, ich bin motiviert und ich habe Bock. Und ich komme ja vom Leistungssport, untermauert Matthias seine Stärken gegenüber Promi Flash. Außerdem habe er ein gewisses Taktgefühl und ein Gefühl für das richtige Timing. Dann kann also nichts schief gehen? Oh doch, die härteste Nuss wird es für mich werden, die Choreo zu behalten, lacht der mehrfache Europameister, Matthias Mester, Leistungssportler, Insta-Liebling und, als Matthias Matze Mester im Juni 2021 seine Profikarriere an den Nagel hängte, war er mehr als Sportstar. Im Speerwurf holte er 2006, 2009 und 2013 den IPC-Weltmeistertitel, im Kugelstoßen gewann er bei den Paralympischen Spielen 2008 in Peking Silber. Seine Fans aber lieben Matthias Mester nicht nur für seine sportlichen Leistungen. Unvergessen bleiben die Paralympischen Winterspiele, die Matze 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie ins Leben rief. In kurzen Videos stellte er dabei humorvoll olympische Sportwettkämpfe nach, immer mit einem Seitenhieb auf seine Größe von 1,42 Meter. 14 Tage lang sorgte er so für etwas Heiterkeit in der Krise und wurde dafür vom Deutschen Behindertensportverband bei der Wahl zum Parasportler des Jahrzehnts mit dem Sonderpreis Besondere Leistung ausgezeichnet.